Bam! Und weg. Komm! Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Wir spielen heute ein wenig Skywars, aber zuerst einmal möchte ich euch zeigen so ein paar Dinge, die ich auf keinen Fall großartig anfassen werde, nämlich der neue Spielmodus, den möchte ich euch trotzdem kurz mal zeigen. UHC oder auch UHC. Es ist ja so bei dem Modus, das sind übrigens immer die Zeiten, wann wieder ein Server hier erscheint, falls es jemand nicht weiß. Das ist ein Modus für die wirklich heftigen PvPler, würde ich mal sagen, und für die, die wirklich große Runden haben wollen. Ich bin aber nicht der Richtige hierfür. Ich bin dafür viel zu ungeduldig für, um das hier richtig gut zu spielen. Wenn ihr sagt, ich soll es trotzdem mal probieren, egal ob ich verliere oder sonst was, dann probiere ich es auf jeden Fall mal. Aber irgendwie, ich habe voll Schiss davor, mich hier in die Welt zu schmeißen. Gerade alleine macht das, glaube ich, nicht ganz so viel Sinn. Da sollte ich mir auf jeden Fall noch irgendwie Teamspieler mit dazu holen. Aber es ist hier ein Modus, der ja neu seit ein paar Tagen auf dem Netzwerk ist, der für mich, glaube ich, weniger in Frage kommt. Und was anderes, was auch wenig in Frage kommt, aber ich euch trotzdem zeigen möchte, also noch nicht ganz so in Frage kommt, ist das neue Skywars-Kit. Nämlich haben wir hier, da sieht man es, den Fallenleger. Und an sich Fallen, trollololololol-mäßig, ist ja alles schön und gut, da passt sich eigentlich sehr gut zu. Nur, Moment, ich nehme kurz ein anderes Kit, ihr seht es schon selber. Obwohl, ich nehme ihn mal. Ich nehme ihn mal, dann seht ihr mal, was ich meine. Ja, hier sieht man schon. Wir haben zwar hier so einen tollen Brustpanzer mit Explosionsschutz und so weiter. Wir haben auch TNT bekommen, ist auch schön und gut. Aber ich habe so viel Redstone jetzt im Inventar. So viele Verstärker und Pistons. Ich kann ja gar nicht damit umgehen. Ich bin, glaube ich, der schlechteste Minecraft-Elektriker, den es überhaupt geben kann. Ohne Witz, Leute, ohne Witz. Und ja, ich fühle mich, glaube ich, damit dann doch nicht ganz so gut aufgehoben. Dann, glaube ich, haben andere Leute mit ihrem Kit dann doch eher einen Vorteil als ich, wenn ich es probiere, irgendwie mit dem Kit was zu reißen, also irgendwie eine Falle oder so. Ich glaube, da bin ich einfach nicht für gerüstet. So, was mache ich jetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Bin mir nicht ganz sicher. Genau, hier haben wir Diamanten. So, ich baue mir mal schnell eine Werkbank. Und ich höre da schon einen Gegner. So. Schnell mal hier lang bauen. Der ist weitergegangen. Der ist zum Nachbarn rübergegangen. Nein! Oder eigentlich ja ganz gut. Okay, bei uns ist er nicht mehr. Dann baue ich mich mal vorsichtig hier unten lang. Denn eventuell sieht er uns dann ja nicht. Und das wäre auf jeden Fall toll. Der ist, glaube ich, schon weitergelaufen. So, die Redstone-Blöcke kann ich so verwenden, um das TNT zu zünden vielleicht. Oh, okay, jetzt mal eine vernünftige Runde hier mit einem anderen Kit, nämlich Tank. Ich denke mal, das bringt mir mehr Vorteile als das Kit gerade eben. Oh, ich finde aber ziemlich viele Rüstungsteile gerade hier. Finde ich gar nicht mal so toll, denn ich bin ja schon eigentlich gut ausgerüstet jetzt durch das Kit. Aber, naja, so, was mache ich mal? Fälle ich den Baum oder was mache ich mit der Axt? Ich weiß es noch nicht genau. Ich habe auf jeden Fall kein Eisen, ich kann mir keine Diamanten holen. Ah ja, da kommt schon der Nachbar. Möchte sich vorstellen, der unbekannte Nachbar. Man kennt sich ja noch nicht. So. Oh, er hat auch eine Axt. Das finde ich natürlich spitzenmäßig. Jetzt ist er da unten. Bei mir? Ich bin bei ihm? Ja, kann man machen. Kleiner Tausch. Und er hat noch ein Steinschwert, ich verstehe. Guck mal, er hat gerade den Trank getrunken. Er hat ihn sich gerade gegönnt. Ah, schade. Das heißt auch, er könnte da später in der Lava hochschwimmen, deswegen. Wenn wir runterfallen, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Er hat sogar... Oh! Er hat auch ein überpowertes Kit dabei. Bam! Wie heißt das Kit nochmal, welches er hat? Wie heißt dein Kit nochmal? Oh, da kommt einer. Wir lenken ihn ab. Tschüss!
So, damit hätte er nicht gerechnet. Feuerwehrmann. Ah, der Feuerwehrmann. Ah, okay. Wirklich? Ich dachte... Okay, stimmt. Doch, der Feuerwehrmann. Der hatte immer die Tintenfische. Naja, GG. So, gehen wir mal weiter. Da wurde er überrumpelt von hinten. So, jetzt gehen wir mal... Oh, da vorne sehe ich schon den nächsten. Sehr, sehr gut. Ich habe mir gerade so, als ich gesagt, euch vorgestellt habe, was eigentlich für mich wenig in Frage kommt, schon gefragt, was kommt denn noch so nicht in Frage? Kann ich darüber mal, ne. Erstmal, wir wurden gerade beschossen, ja, wir wurden gerade beschossen. Ich glaube auch von unten. Der ist da runtergefallen, sehr schön. Oder auch nicht, denn wir haben keinen Kill dafür bekommen. Ja, was kommt denn noch so auf dem Netzwerk nicht für mich in Frage? Ich glaube, wenn ich mal so, Also ungenickt, auf jeden Fall, wenn ich ungenickt in der Zweifel Games 64er Runde bin. Das ist echt schwierig. Das ist echt mega schwierig. Das kommt auch wenig für mich in Frage. Oder... Ne, aber sonst gibt es relativ wenig so auf dem Netzwerk. Deswegen habe ich auch direkt mal diese zwei Ausnahmen gekennzeichnet, damit ihr Bescheid wisst. Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich richtig Angst. Da fange ich schon mit Stottern an. Hier, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Da kommt der Gegner. Bam! Er fliegt. Wir kriegen wieder Feuerschaden. Das ist gerade mein Problem. Ja! Nee, doch, nee. Wir haben keinen Feuerschaden bekommen. Das dachte ich erst. GG. Da haben wir eine Runde gewonnen. Huiuiuiui. Das war actionreich. Probieren wir doch mal eine neue Runde. Wir spielen jetzt eine meiner Lieblingskarten, nämlich Summertime. Und zwar, ja gut, ich habe jetzt keinen Shader oder so dabei, aber trotzdem. Summertime ist echt eine geile Karte. Einfach, weil es eine Einzelkarte ist. Mit 24 Spielern. Da geht's, also hier auf der Karte geht's richtig ab. Hier geht's richtig, richtig ab. So, ich bin dieses Mal als Knüppelmann unterwegs. Schauen wir mal, wie es so läuft. So, zack, da habe ich schon mal ein paar tolle Sachen. Der baut sich in die Mitte. Eigentlich, das macht er schon ganz gut. Ich glaube... Ich glaube, ich werde direkt mal zu ihm rübergehen und genau das gleiche machen wie er. Vielleicht komme ich da ja noch pünktlich hin. Ich möchte ihn da einfach nur runterhauen, weil sonst hat er gleich irgendwie Schneebälle oder so. Komm. Bam und weg. Komm. Das gibt's nicht. Nein! Bam! Und weg! Jetzt stirbt er. Ja! Und wir bekommen dadurch seine Sachen! Mega gut! Mega gut für uns jetzt gerade. Schutzhose. Aber auch, ich habe auch gerade mega Angst, weil ich hier so unsicher stehe. Komm, alles da reinpacken. Alles rein da. Guck mal, da haben wir schon mal einen guten Brustpanzer. Die Geräusche hier teilweise, meine Güte. Die machen einem Angst. Da noch mehr tolle Sachen. Mann, die Mitte hat sich mal richtig gelohnt. Und keiner der 24 anderen Spieler kam großartig auf die Idee. Außer jetzt der Kollege gerade. Heftig, heftig, heftig. So, ich gehe mal kurz craften. So. Wir haben so schöne Diamanten, die verwende ich direkt erstmal. Wir haben leider kein Level. Wir haben kein einziges Level und wir haben nicht mal Levelfläschchen. Das ist schon bitter. Oh, haben wir hier noch welche? Nö. Wir haben einfach einen Zaubertisch und können ihn nicht nutzen. Dann nehmen wir ihn halt mit. Auf die lange Reise. Auf die lange Reise, die uns jetzt noch hier erwartet. Mal gucken, wie lange wir hier noch spielen auf der Karte. Wir könnten auch mal ein Diamantenschwert gebrauchen, glaube ich. Aber auf das Knüppelkit hatte ich echt mega Bock. Ich weiß gar nicht wieso. Einfach, glaube ich, weil es so viel Spaß bringt, die Gegner da so runter zu knüppeln und zu sehen, wie es sie einfach aufregt. Ist normalerweise dann nicht meine Art, aber es macht tatsächlich Spaß. Kann man sich ja vorstellen. So, okay.
Jetzt brauchen wir noch vernünftige Schuhe, haben wir auch am Start. Alles, was das Herz begehrt, haben wir hier. Oh, die Insel da vorne wurde gut geflutet. Da fällt ein Gegner runter. Dann gehen wir mal da drüben hin. Den können wir vielleicht auch da ganz gut mal runtereiern. Wir haben ja die Eier dabei. Direkt 32 Stück. Schneebälle habe ich, glaube ich, doch, habe ich auch noch 15. Dann gucken wir mal, ob wir das schaffen können. Denn er hat uns, glaube ich, noch gar nicht so richtig auf dem Radar, der da oben auf der Brücke steht. Ich glaube, der hat uns noch nicht auf dem Radar. Und es leben noch, boah, 5 andere Spieler neben uns. Boah, nicht schlecht. Jetzt ist der da schon oben auf den Bäumen. Schade, da kann ich ihn nicht irgendwie großartig runterschubsen. Jetzt habe ich natürlich Angst. Ich habe keinen Feuerschutz. Ich habe keinen Trank, der mich diesmal davor schützt, wenn ich angezündet werde. Guck mal, er kann einfach in der Lava schwimmen. Er ist so ein Pyromane da auf seiner Insel oder so ein Feuerteufel. Er bekommt halt gar keinen Schaden dadurch. Aber irgendwie reizt es mich auch, ihn da irgendwie zu töten, also ihn da runter zu schubsen in die Lava. Oh Gott, meine Maus spinnt gerade. Oh Gott, wenn die jetzt im falschen Moment nicht richtig funktioniert, da habe ich richtig Pech gehabt. Er ist gestorben, glaube ich. Ich habe mir den Namen leider nicht gemerkt, aber da unten ist zum Beispiel noch ein Gegner. Wir haben ja ganz viel TNT. Lasst uns das da unten mal alles so ein wenig sprengen. So. Ja. Immer weiter da. Macht das was kaputt? Nee, ne? Nicht großartig. Wir müssen hier mal die Druckplatten woanders hinlegen. Wir haben noch ordentlich TNT, so ist er nicht. Mal gucken, da unten war ja noch ein Name. Bam. Da unten ist er. Bam und bam. Jetzt, komm her. Ja, 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 ja. Oh, das eine Stück ist einfach runtergefallen. Ja! Und so macht man das dann im Endeffekt. Oder? Ja, super. Jetzt verstehe ich auch, was der eine Gegner da vorhin wollte, der dann ja doch gestorben ist, als wir kamen. Der wollte nämlich genau diesen Typen da unten rausholen, aber hat es dann doch nicht geschafft im Endeffekt. So, 2 andere Spieler noch. Mann, 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 dafür, dass die Runde so groß ist, ging die Runde verdammt schnell. Da vorne ist er. Er baut sich gerade weg von uns. Er hat uns, glaube ich, einfach nicht gesehen. Oh Gott. Nein. Wie der darauf reagiert hat. Einfach nur heftig. Ja. Er hat sich gerettet, glaube ich. Wohin hat er sich gerettet? Er hat sich nicht gerettet. Nimm das, du Schurke! Jawohl! Jetzt heißt es einfach raufhauen. Oh, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht! Oh Gott, mit 2 Herzen! Gott, meine Fresse! Ha, was für eine spannende Runde dann doch noch. Mann, 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 Mann. Aber es ging gut ab. Es ging richtig gut ab. Leute, das wär's von Minecraft Skywars für heute. Ich hoffe mal, dass euch die Runden gefallen haben. Und dann sage ich jetzt, haut rein und tschö. Mit Ö, einen Daumen hoch würde mich freuen.